Mobilität ist ja eine der größten Herausforderungen in Städten überhaupt. Also gerade dann, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben heute eine Stadt 12 Millionen, so das Beispiel Istanbul oder Sao Paulo, und die wachsen mit 2-3%, dann reden wir hier von jährlich ungefähr so 360.000 Menschen, die pro Jahr in eine Stadt reinkommen. Das sind so 1.000 pro Tag, ganz grob über den Daumen. Dann wird die Stadt vor enorme Herausforderungen gestellt. Riesenanspruch an Transport. Wir haben natürlich zunächst einmal unsere Core-Kompetenzen im Bereich der Ökonomie und der Sozialwissenschaften. Wenn man dort aber so ein bisschen in die zweite Etage geht, dann merkt man sehr schnell, dass Verkehr, Verkehrswissenschaft, Transport eine ganz zentrale Dimension ist von unseren wirtschaftlichen Produktionsformen und auch eine ganz zentrale Dimension unserer Sozialpolitik, der Art und Weise, wie wir in Städten zusammenleben. Von daher denke ich, ist es durchaus eigentlich eine sehr logische Entscheidung, sich auf solch ein Thema auch einzulassen im Kontext von Städten. Wie vermeide ich eigentlich, dass ich laufend im Stau stehe, also Klassiker Auto, 30% der Zeit passiert gar nichts, steht mal rum. Das ist wirtschaftlich gesehen eine Katastrophe, weil man einfach Ressourcen verschwendet, weil man hergeht und auch tatsächlich Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung vorantreibt. Wie kann man dagegen vorgehen? The total dependency in some parts of the world on the car will also stop its growing or will certainly make it certain cities and certain environments very vulnerable from a sustainability point of view. Für uns als Unternehmen wird es ganz interessant sein, jetzt mit den folgenden Vorträgen zu erkennen, wie sich die Stadt London die Mobilität weiter vorstellt. Auch die Nachhaltigkeit ist ein Thema, weil wir im Bereich Elektromobilität zu tun haben. Und da wollen wir natürlich sehen, wo die Reise hingeht. Ja, wir sitzen hier in der im letzten Jahr eröffneten Seilbahn über die Themse, die eben auch ein Teil dieses aufstrebenden Stadtquartiers in Greenwich ist. Seilbahnen haben den Vorteil, dass man mit sehr wenig Infrastrukturkosten und relativ zeitnah hochkapazitive Beförderungsanlagen erstellen kann. Eine der schönen Sachen ist, Sie haben es gerade gesehen, alles, Sie brauchen nicht wesentlich mehr als diese drei Pylonen, um die Infrastruktur zu halten, und kein einziges anderes Verkehrsmittel hat einen Fahrweg, der sich auf ein Seil von wenigen Zentimetern Durchmesser beschränkt. Es ist ja nicht unbedingt immer, dass man das verbindet. Oftmals hat man die Mobilität auf der einen Seite, da sind die Ingenieure, die Verkehrsplaner für zuständig, und die Architekten werden so in die Designrichtung dann abgeschoben. Und dass das eben zusammengebracht wurde, das fand ich eigentlich, war wirklich eine sehr innovative und gute Idee. Und dass auch da die Leute zusammengebracht wurden, da glaube ich, kann schon jetzt viel daraus entstehen. Also wir brauchen diesen Austausch zwischen der Wissenschaft, der Praxis und auch der Politik, ganz zentral. Es wird ja zunehmend davon ausgegangen, dass wir in ein Zeitalter treten der sogenannten Network Governance, wo also nicht mehr nur die Regierung regiert, sondern ein Netzwerk von Akteuren zusammenkommen, die zusammen dann auch Konzepte gestalten, erarbeiten und sich auch committen, dann zu diesen verschiedenen Themen beizutragen. Und in dem Kontext ist es natürlich zentral, dass wir uns in solch einem Forum auch jetzt hier zum Beispiel heute getroffen haben.